Geoengineering und Chemtrails sind Realität. Eine künstlich erzeugte Wolkendecke, ein Dokument von der NASA an die Air Force, das Wetter bis 2025 zu kontrollieren. Die wollen echt alles kontrollieren, ne? Egal was, die Menschen, das Geld, das Wetter. Ihr seid doch am Arsch, Jungs, Mann. Lasst doch mal wieder Mutter Natur und Gott an die Sache ran. Der guckt die ganze Zeit zu und ich glaube, ab irgendeinem Punkt wird er eingreifen. Wenn das nicht Natur ist, dann glaube ich auch nicht, dass das gesund ist für unseren Organismus. Also was man da sieht, das ist ein Ausschnitt aus einer Doku, die jemand angefertigt hat. Und im Prinzip sieht man... Krass, Digga, und dann hört es einfach auf, Bro. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch geht's gut. Kann man mal ein bisschen runterjustieren hier an der Stelle. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar gehen wir in die nächste Reaction jetzt gerade rein. Das Video heißt heute Geoengineering und Chemtrails sind Realität. Von QS24TV. Ich bin gespannt, ich wollte mich schon immer mal mit dem Thema auseinandersetzen und mich mit dem Thema beschäftigen, weil ich irgendwie, habe ich eben schon erwähnt, auch das Gefühl habe, ich weiß nicht jetzt genau, woran das liegt, falls einer von euch das weiß, aber wenn ich hier in Tulum bin, dann sehe ich den Himmel deutlicher irgendwie. Die Sterne, den Mond, die Wolken, das ist alles viel näher dran, das kommt mir viel echter vor und das ist in Europa nicht der Fall. Vielleicht liegt es an den Geschichten, vielleicht liegt es auch an anderen Geschichten, let me know unten in den Kommentaren. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen rein ins Video. Ich hoffe, ihr habt Bock. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Ich küsse euer Herz. Wir gehen rein in den Laden. Laden it in, man. Let's go. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Schweizer in, man, fühle ich. Das Thema, das wir heute anschneiden, möchte ich Ihnen nicht sagen, sondern Ihnen zeigen und die Regie bitten, hier gleich das Bild einzublenden. Hier sehen wir ein wolkenbehangener Himmel und da in der Mitte ein Quadrat, das nichts hat. Und das stellt mir ganz viele Fragen, die ich heute... Crazy. Ey, ich bin gespannt, ja. Ich bin gespannt, was man hier eventuell noch lernen kann, Freunde. Das Bild sah auf jeden Fall krass aus. Wolken. Einem Experten stellen will, der sich da damit ein bisschen länger beschäftigt hat als ich und uns diese Bilder natürlich auch mitgebracht hat. Geil. Nach dem Intro legen wir gleich los. Liebe geht raus an alle Schweizer, ich liebe euch. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Da ist er, der Paul Schlier. Ganz herzlich willkommen, lieber Paul. Servus, Paul. Das, der Wetteradler. Guten Tag, danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, kannst du mir bitte erklären, was wir da jetzt gerade sehen? Weil das ist ja irgendwie von Natur aus vorgegeben, für mich nicht natürlich, oder? Ja, also unserer Erklärung nach handelt es sich, es ist komplex natürlich, aber ich sage mal gerne, so langweilig, wie das Thema Wetter für die meisten Menschen ist, wenn man jetzt nicht weiß. Das ist ein deutschsprachiger Bruder, ne? So. Paul Schlier, Beobachter und Betreiber des Kanals Wetteradler, Geoengineering und Chemtrails sind Realität. Redet, redet man über das Wetter. So interessant ist es im Prinzip auch. Und was unserer Erklärung nach da zu sehen ist, ist ein Himmel, also eine künstlich erzeugte Wolkendecke. Deswegen ist die auch so einheitlich und sehr dünn auf einer Ebene, sehr statisch. Die mittels Frequenzen von Boden- und Luftradaren verschiedenster Frequenztechnik angesprochen wird. Also man redet auch von Ionisierung, also mit elektrischer Leistung. Da sind wir wieder bei Frequenzen, meine lieben Freunde, ja. Angesprochen wird, da sind Teilchen in der Atmosphäre, die verteilt werden über das Chemtrail-Programm durch Flugzeuge unter anderem. Und diese Teilchen sinken dann in eine gewisse Höhe ab und ab dieser Höhe greifen dann die Frequenzen von den Radaren, von verschiedenen Frequenzanlagen. Und die ionisieren diese Schicht, sprechen die Teilchen an, das Wasser kondensiert an diesen ionisierten Teilchen und ergibt dann eine durchgehende Wolkenschicht. Manchmal auch einfach nur so Streifen, da sieht man dann die Frequenzen dahinter. Und das ist ein sehr interessantes Bild, weil da... Crazy, man. Ich meine, das Thema Geoengineering ist ja nichts, was irgendwie jetzt Verschwörungstheorie ist oder so. Das benutzen die ja schon länger auch in China und auch in Dubai etc., wo die es halt regnen lassen, damit da irgendwie was auch wachsen kann etc. Also es ist ja wirklich, es ist Facts, dass es Geoengineering gibt. So. Die Frage ist nur, in wie vielen Bereichen und wo überall das angewandt wird, weißt du? Also für mich, sage ich dir ehrlich, ich meine, Deutschland hatte nie das beste Wetter, aber
Es ist so oft grauer Himmel. Also es ist so oft einfach wolkenbedeckt. Das ist schon krass. Stell dir vor, da steckt was dahinter. So, stell dir vor, das wird so gemacht extra. Das wäre schon krass. Das ist natürlich wieder Theorie-Vibes hier an der Stelle. Ja? Sieht man unserer Erklärung nach tatsächlich auch, dass der Himmel einquadriert ist. Bedeutet so viel wie, dass wenn man sich jetzt ein Gitternetz vorstellt des Himmels, es geht hier um das Geoengineering, ein Gitternetz vorstellt, wie beim Schach im Prinzip, dann hat man verschiedene Quadranten und diese Quadranten sind dann wiederum unterteilt in kleine Quadranten bis hin zu zum Beispiel jetzt 100 mal 100 Meter in der Atmosphäre, von Kilometern bis hin zu 100 Meter runter, jetzt als Beispiel. Und das ist unsere Erklärung für das Phänomen, was man da sieht, dass diese Ionisierung, die stattfindet auf einer Fläche, dass die eben diese Wolkendecke erzeugt und dass dieses Quadrat an der Stelle nur so ausgeschnitten sein kann, weil dieser Quadrant an der Stelle nicht angesprochen wird, dass da nicht ionisiert wird. Und deswegen ist das auch so eine messerscharfe Kante. Mhm. Ne, weil das, sonst würde es ja aus wie ein Würfel, der ausgestanzt ist. Ja, normalerweise sieht man ja diese Streifen und dann gehen sie in die Breite und machen so einen Deckel. Also es ist von vier und Deckel. Seiten nicht erklärbar, wo man es auf vier Seiten keine Deckel geben könnte. Also sehr erstaunlich. Ich versuche da mal weiterzugehen. Du hast mir so viel Bildmaterial mitgebracht. Hier ist doch auch wieder diese... Boah, krass. Ja, es ist das gleiche Phänomen im Prinzip. Auch wieder ausgestanzt, quadratisch praktisch gut, so nach dem Motto. Und das können wir uns wirklich nur so erklären. Man sieht es auch in den Schriften, ist ein Dokument von der NASA an die Air Force, das Wetter bis 2025 zu kontrollieren. Und da wird eben auch... Krass, bis 2025 soll das Wetter kontrolliert werden. Die wollen echt alles kontrollieren, ne? Egal was, die Menschen, das Geld, das Wetter, Natur, alles wird kontrolliert jetzt. Ihr seid doch am Arsch, Jungs, Mann. Lasst doch mal wieder Mutter Natur und Gott an die Sache ran. Ich sage euch, umso mehr die das machen werden, umso mehr werden irgendwelche krassen Katastrophen kommen oder Dinge passieren. Und Gott wird alles ausradieren und wieder eine neue Zivilisation bringen oder manche Menschen am Leben lassen, damit die wieder eine vernünftige und dieses Mal eventuell harmonischere Zivilisation gründen. So, weil ich bin überzeugt davon, dass es einen Schöpfer gibt, einen Creator gibt und auch der guckt die ganze Zeit zu. Und ich glaube, ab irgendeinem Punkt wird der eingreifen. Im sogenannten GWN geredet, also im globalen Wetternetzwerk, Global Weather Network. Und das inkludiert nun mal auch Satelliten, also ein Satellitennetzwerk. Und wir wissen ja, dass wir sehr viele Satelliten in der Atmosphäre haben und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass einige davon auch fürs Wetter relevant sind. Und zwar nicht nur Aufnahmen machen, Luftaufnahmen oder sowas, sondern auch tatsächlich hier mit eine Rolle spielen bei der Kontrolle, bei der Manipulation, bei dem Beeinflussen des Wetters. Und deswegen diese quadratische Struktur. So, das ist einfach die einzige sinnvolle Erklärung, die wir nach den Jahren jetzt so rausgefunden haben, dass an der Stelle, wie soll es sonst anders entstehen? Winde können es nicht sein. Winde sind dynamisch, fließen, fraktal. Da ist kein Gegenstand. Bro, eckige Sachen sind nicht Natur. Die Luft hängt, wo die Wolken nicht mehr weiterkommen. Von daher ist das dieses Konzept dahinter, die Quadrierung des Himmels mit Sektoren und so weiter, die dann einzeln angesprochen werden können, ist die einzig sinnvolle Erklärung dafür. Mhm. Crazy. Weißt du, ich werde sicherlich mit der Frage konfrontiert werden, warum als Naturmedizinsender mich mit diesem Thema beschäftige. Aber die Antwort ist ganz klar, wenn das nicht Natur ist, dann glaube ich auch nicht, dass das gesund ist für unseren Organismus. Wie heißt... Ich glaube, jeder zu krasse Eingriff in die Natur ist nicht gesund für die Natur an erster Stelle. Und die Natur gehört zu uns dazu, weil wir alle miteinander zusammenhängen. Natur, Tiere, Menschen, ist alles eins. Deswegen ist es auch nicht gut für die Tiere und auch nicht gut für uns Menschen. Wieder ein Bild mitgebracht, oder? Das sieht ja wirklich aus wie eine Welle. Mhm. Und das sieht auf jeden Fall nicht mehr natural. Ich würde euch gerne mal die Wolken, die hier sind, zeigen. In Mexiko. So, ich würde euch gerne mal das hier zeigen, so wie das aussieht. Auch wie die Wolken sich bewegen und wie die sich auseinanderziehen und eine Wolke sich trennt und so. Also hier, wenn du hier in den Himmel reinschaust, so, da hast du wirklich Bewegung, da siehst du wirklich, was läuft. So, ich könnte hier stundenlang in den Himmel schauen, weil ich in Deutschland sowas nicht sehe. Ich sehe das nicht in Deutschland. So einen naturalen Himmel wie hier habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen.
wo ich das erste Mal den Mond mit den Wolken am Meer gesehen habe, musste ich weinen. Instinktiv. Ich konnte nichts dafür. Ich habe mich gefühlt, als ob ich Ecstasy genommen habe, Bro. Weil ich sowas in meinem ganzen Leben noch nie so gesehen habe. Ich habe den echten Himmel vorher noch nie gesehen. Den Mond und wie der auf das Meer scheint und so. Das war einfach das erste Mal in meinem Leben, dass ich sowas gesehen habe. Und deswegen, I don't know what the fuck is going on there in Germany. So, aber du kriegst es da nicht auf jeden Fall. Natürlich wird es aus offizieller Seite hier wieder ganz als natürlicher Kondensstreifen bezeichnet werden. Aber das sieht doch nicht nach natürlichen Kondensstreifen aus. Ja, das ist im Prinzip, man sieht da genau ähnlich wie bei dem vorigen, bei der vorigen Aufnahme sieht man das Resultat des Chemtrail-Programms, weil das Chemtrail-Programm ist ja nur das Verteilen der leitfähigen Teilchen in der Atmosphäre. Das ist nur das Anreichern der Atmosphäre. Das ist das Chemtrail-Programm, gehört zum Geoengineering dazu. Ah, krass, okay. Aber danach passieren noch ganz viele weitere Dinge. In dem Fall zum Beispiel sinkt das. Wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass Chemtrails nur dafür da ist, um erstmal das Material rauszustreuen und dass dann von unten mit Frequenzen quasi erst das aktiviert wird, so richtig, das Geoengineering. Ganze ab und ergibt dann wieder eine Wolkenschicht und da sieht man jetzt sehr gut die Stimulierung dieser ausgebrachten Teilchen. Da muss er jetzt kommen, stimuliert den Man. Gewissen Höhe mit Frequenzen. Und die Frequenz sieht man im Prinzip genau da in Form einer Sinuswelle, die sich da durchzieht. Die offiziellen. Ist ja verrückt, ja genau. Das sind da diese Streifen, gell? Da hat man wirklich das Gefühl, es ist eine Frequenz, eine Longitudinalwelle, oder? Genau, das ist, man sieht. Ich habe kein Wort verstanden eben von dem Bruder. Der ist aber hart am Schweizer Akzent abgehen, so, ne? Ja, auch noch die kleinen Muster innen drin, weil man natürlich immer zwei Kräfte hat. Die Natur ist ja nicht weg. Wir haben zwar ein sehr, sehr stark ausgebautes globales Wetternetzwerk mittels Frequenzanlagen, Satellitensysteme, Geoengineering, Chemtrail-Programm. Es ist sehr, sehr ausgebaut. Aber wir haben immer noch die Natur selbst. Und die Natur selbst erzeugt immer fraktale Strukturen, erzeugt Wirbelstrukturen. Und sie versucht sich natürlich auch zu reinigen von dem Ganzen. Und da sind jetzt gerade zwei Kräfte, die aufeinandertreffen. Einmal die technische Stimulierung der versprühten Teilchen mittels Frequenzen. Und dann aber die Natur selbst, das sind dann diese kleineren, feineren Strukturen, die versucht aus dieser künstlich angereicherten Masse mittels elektrischer Leistung einfach natürliche Wolken zu bilden. Mhm. Und deswegen sieht man, es ist keine absolut saubere Welle, sondern mit Unterbrechung, mit fraktalen Strukturen da drin. Man sieht im Prinzip die zwei, das sind immer die beiden Kräfte, die aufeinandertreffen, weil die Natur natürlich ihre Prozesse eigentlich durchsetzen möchte. Die richtigen Prozesse. Nature is always right. The way of man is the way of miscalculations and confusion. So kennen wir es ja häufig. Ja, das ist im Prinzip das Gleiche. Es sind, man sieht die Wellen immer noch durch, aber man sieht gerade zum Horizont weiter. Das sieht so strukturiert aus, ne? Hinten kann man mehr sehen, dass es mehr aufbricht, dass die Wellen nicht mehr so sehr deutlich sind. Und da sieht man, dass die Natur eben da dagegen drückt und versucht eben natürliche Wolken zu bilden, Cumuluswolken, die immer dynamisch sind, fraktale Wellen haben und fraktale Strukturen haben, sich aufbauen, wie man als Kind die Wolken halt kennt. Groß, weiß und sich. Tobai 1993, bless up, bro. Wegen wieder zerfallen, teilweise Muster ergeben, die man dann sagt, guck mal, ein Herz oder ein Einhorn oder solche Geschichten. Und das, was wir heutzutage einfach haben, das ist einfach nur noch traurig im Endeffekt. Auch wieder was ganz Natürliches, oder? Was ganz Natürliches? Genau, das ist auch wieder, man sieht im Prinzip den, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, den Krieg, der da oben stattfindet in der Atmosphäre. Man sieht immer noch. Ja, das ist schon krass. Man sieht so dieses Strukturierte, dieses so, was ein bisschen fake aussieht, kämpft gegen das, was normal aussieht. So da rechts auch, von eurer Seite glaube ich links, da siehst du noch so ein bisschen normale Wolken und so. Und der Rest, das sieht halt nicht echt aus, ne? Man sieht die fraktalen Strukturen der Natur, die versucht, hier natürliche Wolken auszubilden. Aber man sieht auch, wenn man genau hinschaut, feine Frequenzmuster, die dagegen stimulieren. Die versucht, diese Wolkendecke technisch einfach geschlossen zu halten. Und dabei, durch diese beiden Kräfte entstehen dann einfach dynamische Muster, wie jetzt in dem Fall das. Und ich bin mir sehr sicher, dass die
Meteorologie oder wer auch immer die Namen vergibt, dafür auch wieder einen schönen Namen gefunden hat. Und das ist dann einfach wieder eine neue Wolke. Und damit ist es dann abgestempelt als ist nun mal so. Und ja, komischerweise gibt es das Ganze erst. Diese ganzen Wolkenmuster, wie man es jetzt da sieht, die sind interessanterweise erst, die korrelieren mit der Zunahme der Einflussnahme des Geoengineerings. Also das Geoengineering wurde ja die letzten 20, 30 Jahre extrem hochgefahren. Und diese Wolkenmuster, der Wolkenatlas, wird immer größer, je größer das Geoengineering wird. Na, und das ist schon spannend, warum das so ist. Geoengineering ist ja nichts, keine Verschwörungstheorie, weil ich habe hier auch wieder ein paar Fragen gesehen, wer hat so eine Wolken schon mal gesehen und so. Müsst ihr einfach mal euch informieren, so ein bisschen über Geoengineering. Das wird ja betrieben. Das ist ja klar, dass es betrieben wird. Das wird betrieben auch für Landwirtschaft etc., damit es regnet, wenn es mal nicht regnet, eine Zeit lang und so. Wird uns halt so verkauft, als ob es was Positives ist. Aber es hat natürlich auch wieder einen heftigen Effekt auf unsere Mutter Natur und auf das, was eigentlich die Natur, wie die Natur sich selbst reguliert, weißt du? Und alles, was Einfluss ist von unserer Seite auf die Natur, wird am Ende des Tages wieder zurück auf uns kommen. Boomerang-Effekt, Bro, Aktion, Reaktion. Das ist ein Gesetz der Natur. So. Deswegen finde ich, sollte man da vorsichtig sein. Und wir können uns gerne auch nochmal ein Video über Geoengineering an sich nochmal reinziehen, aber die sind ja auch noch nicht fertig hier. Bestimmt auch noch ein bisschen was von erzählt hier. Ich habe schon gehört, dass solche Sachen auch zum Schutz der Menschheit gemacht wird, weil anscheinend die Sonne mehr Energie abgibt und man muss das die Erde ein bisschen verdunkeln, sonst wird sie zu warm, Klimaerwärmung wird. Ja, jo, genau diese Sachen werden nach vorne geschoben. Immer wieder noch hervorgebracht, dass das mit ein Grund sei, dass dieses Geoengineering gemacht wird. Was hältst du von diesen Thesen? Ja, die habe ich auch beobachtet. Ganz interessant finde ich, dass es vor noch gar nicht so langer Zeit globale Erwärmung hieß und mittlerweile aber umgetauft wurde in Klimawandel. Und das wurde still und heimlich gemacht. Und da frage ich mich so, hat das nicht mehr ganz hingehauen mit der Erwärmung, weil wir ja auch ziemlich viel Kälte haben, ziemlich viel Überflutungen haben, Dauergrau, was die. Ja, Digga, früher hat man nur von Erderwärmung geredet, ne? Stimmt. Temperatur. Wo ich auch noch in der Schule war und so. Mehrere Grad absinken. Bro, ich bin dabei, wenn ich sage, wir sollten die Natur mehr schützen, weißt du? Aber das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Dieses Klimawandel-Thema, das wird halt genommen, das ist wieder eine Agenda so. Aber das hat nichts damit zu tun. Ich finde, wir sollten die Natur mehr schützen. Wir sollten mehr Acht auf die Natur legen. Wir sollten mehr Acht darauf legen, wie wir die Natur behandeln. Wie viel Pestizide wir rausballern und so. Das stimmt schon, weißt du, wie ich meine? Aber dieses ganze Klimawandel-Thema wird von der anderen Seite wieder benutzt, so. Das wird wieder dafür benutzt, um Menschen einzuschränken, um noch mehr Kontrolle über die Menschen zu haben und so. Das ist halt immer das Traurige. Es wird ein Thema genommen, was eigentlich ein wichtiges Thema ist, wo man eigentlich sagen müsste, ja, wir müssen die Tiere und die Natur schützen und dann nehmen die das Thema, um uns Menschen weiter einzuschränken. Das ist halt so crazy. Lässt, wozu diese still und heimliche Umtaufung des Ganzen? Also wir reden jetzt scheinbar von Klimawandel. Das ist wahrscheinlich einfach dynamischer. Das kann alles bedeuten, während globale Erwärmung ja immer auf es wird heißer bezogen ist. Das ganz große Problem bei der Sache finde ich einfach, dass immer davon ausgegangen wird, dass die Natur uns irgendwie was Böses will und dass wir was dagegen machen müssen. Und während aber einfach gar nicht erwähnt wird, dass im Hintergrund richtig viel Geld mobilisiert wird und auch dahin fließt, um einfach verschiedenste Anlagen auszubauen, jetzt beispielsweise 5G, das 5G-Netzwerk, das war ja auch ewig teuer, das auszubauen, aber auch von wirklich anderen Anlagen, von denen wir normalsterbliche, sag ich mal, nichts hören. Einfach Radar, wie das Nexrad-Doppler-Radar, da haben die meisten Menschen noch nichts von gehört, außer die sich ein bisschen mit Meteorologie oder mit Radartechnik beschäftigen. Und das sind Radare, die sind richtig groß, die sind haben extrem viel Leistung, bis zu, soweit ich weiß, Spitzenleistung 700.000 Watt können die erzeugen. Und dann die ganz großen Systeme, wie eben die Harp-Anlage, die einfach wirklich in der Lage ist, hier richtig viel Energie in die Ionosphäre zu schicken. Und jetzt frage ich mich, wenn man immer vom Klimawandel redet, warum die technische Einflussnahme vom Geoengineering-Programm, was komplett real ist, was durch Patente das zeigt und so weiter und auch einfach Schriften von der NASA an die Air Force, das einfach belegt wird, wie viel Interesse daran herrscht, das Klima zu kontrollieren wirklich, nicht mehr zu einfach nur zu beeinflussen fürs Gute, sondern wirklich zu kontrollieren. Und dass diese ganzen Sachen, die waren, teilweise sind die Schriften von 1998 oder sowas, und die Patente gehen schon viel, viel früher los, und das war noch vor der ganzen Klimawandel-Debatte. Das heißt,
Krass. Die Technik und das Interesse am Wetter, das Wetter zu kontrollieren und zu manipulieren, ist schon viel, viel länger da und viel, viel größer. Und da wird richtig viel gemacht im Hintergrund. Und jetzt neuerdings wird dann eben gesagt, ja, der Klimawandel und wir nutzen das Geoengineering fürs Gute. Dabei darf man sich die Frage stellen, ob vielleicht durch die Manipulation mit dem Geoengineering überhaupt erst der Klimawandel entsteht. Das ist wieder die Sache, weißt du. Das ist für mich die ganz große Preisfrage. Da hatte ich auch mal. Vor allen Dingen, was er gesagt hat in dem einen Satz, dass wir immer denken, dass die Natur böse ist und wir müssen die Natur regulieren, weil die kämpft gegen uns und so. Das ist Schwachsinn. Wir sind die Natur. Ein Arzt, ja, der hat mir gesagt, letztendlich sind alle diese Strahlen nichts anderes als Mikrowelle. Und Mikrowelle ist wie in der Mikrowelle drin, nichts anderes als Reibung. Das heißt, ganz, ganz viel Reibung an allen Gegenständen und das erzeugt Wärme. Und wer sagt uns nicht, dass diese ganze Reibung... Geiles Video, ne? Klasse Typ, finde ich auch. ...an den Wassermolekülen nicht diese aufwärmt und die... Beide sehr sympathisch. ...Klimaerwärmung dadurch kommt... Was aber auch recht zeigen würde, dass die ganze Berge, die immer mehr vertrocknen und Steinfall zufolge, dass die Steine eben inwendig auch austrocknen und es trocknen. Das hat für mich auch sehr absolut glaubwürdig angehört. Ja. Naja, wir haben hier weitere Bilder. Das sieht für mich jetzt auf den ersten Blick nicht abnormal aus. Aber ja, jetzt steht man es da, sind auch wieder so eine Frequenz drin, oder? Dann sieht man auf jeden Fall jetzt oben die Frequenzen, die einmal horizontal laufen. Ja. Und da wird immer von offizieller Stelle gesagt, das seien jetzt Winde, die das Ganze einfach verwirbeln und dann entstehen diese Wellen. Mhm. Aber man sieht genau daneben, links daneben, sieht man vertikale Wellen. Das heißt, die überlappen sich. Mhm. Und das ist diese unserer Ansicht nach die Einflussnahme durch diese Strahlentechnik im Hintergrund, die eben Frequenzen aus. Ich habe hier ein paar kritische Leute gerade im Chat gelesen. Ey, guck mal, er sagt ja selber, unserer Ansicht nach. Wir ziehen uns das einfach nur rein, weil wir die Perspektiven von diesen beiden Männern hören wollen und uns das einfach mal reinziehen, um es uns reinzuziehen, um zu gucken, was wir dazu sagen, um das zu verarbeiten, um das mit nach Hause zu nehmen und sich dann eventuell nochmal ein Video anzugucken von irgendjemand anderem, der eine andere Perspektive darauf hat. So, ich weiß gar nichts. Ich bin immer so, ich bin einer der dümmsten Menschen auf der Welt, so sehe ich mich und ich versuche einfach immer zu lernen, weil mit dieser Perspektive, aus dieser Perspektive heraus kannst du am meisten lernen. So, ich habe hier mich nicht hingesetzt und gesagt, das ist die Wahrheit, was die erzählen. Ich habe auch nie gesagt, dass ich die Wahrheit erzähle, sondern ich informiere mich einfach und ich ziehe mir alles rein und bilde mir meine eigene Meinung im Nachhinein. Ja, nicht falsch verstehen. Und hier sehen wir im Prinzip nichts anderes, als dass zwei Frequenzbereiche aus verschiedenen Richtungen sich überlappen. Und dadurch quasi dann diese künstlich angereicherte Chemiedecke, nenne ich es jetzt mal, einfach auch bewegt oder gesteuert werden kann. Durch die Überlappung von zwei Frequenzen erzeugt dann einen Interferenzbereich. Der drückt von hier, beide mit ihren jeweiligen Wellen. Und beim Überlappungsbereich kann man dann quasi das Ganze steuern. Mhm. Und das sieht sehr danach aus, als wenn es das ist. Interfrequenzbereich, na Mann. Genau, hier haben wir dann auch wieder im Prinzip ein ähnliches. Sowas hat jeder schon mal gesehen, oder? Okay. So ein ähnliches Bild. Man kann diese technisch erzeugte Wolkendecke erkennen, die aber auch wieder an einem Punkt abreißt. Und das, was wir unserer Ansicht nach, ist das, was man da sieht, das basiert auf unseren Recherchen, was da runterfällt, was dieser Schleier, der in der Mitte runterfällt, das sieht sehr danach aus, als wenn das die Chemieteilchen sind, also da reden wir von Aluminiumoxiden, Aluminiumverbindung, Bariumverbindung, die Teilchen, die benötigt werden in der Atmosphäre, um diese Wolkendecke in erster Linie zu erzeugen, die man auch links und rechts sieht, die wird in der Mitte aber Woodini 117, what's going on here, man? How you feel? Nicht angesprochen. Natürlich. Durch die Elektrizität im Endeffekt, das ist was du gerade erwähnt hast, die Anregung der Wassermoleküle. Und dadurch, dass die Einflussnahme da in der Mitte nicht stattfindet, fallen die Teilchen leblos zum Boden runter. Wie sie einfach, ja, werden nicht angesprochen. Das ist ein Mix gerade. Das ist ein sehr interessantes Bild. Sehr eindrucksvoll. Und auch wieder ganz klar für mich als Kondensstreifen abzutun, kaum möglich. Ja, diese Strahl, das ist ja das gewohnte Bild. Ja? Da geht es jetzt noch eine Stunde und nachher ist der ganze Himmel nur noch weiß, oder? Genau, das ist das, was wir
auch beobachten konnten, ist, dass zu diesen Grippewellen, ja, einfach diese Zeiten, wo die Menschen häufiger krank werden. Ja, das ist zum einen, wenn es kälter wird, aber es findet interessanterweise auch immer dann statt, wenn der Himmel zu gesprüht wurde. Mhm. Dann haben wir... Krass, Digga. Jetzt seine Meinung an der Stelle, aber heftige Aussage, Bro. Das solltest du noch mal kurz ein bisschen back. Da hätte ich mich jetzt gefreut, wenn er ein bisschen noch näher drauf eingeht. Das Thema, was wir vorhin gerade gesehen haben als Standardbilder, und jetzt sieht man ja eigentlich das live. Was will man da jetzt noch diskutieren? Genau, also was man da sieht, das ist ein Ausschnitt aus einer Doku, die jemand angefertigt hat. Und im Prinzip sieht man... Krass, Digga, und dann hört es einfach auf, Bro. Die haben doch safe was rausgesprüht, da kannst du mir sagen, was du willst. Der Seki sagt gerade, Leon Lovelock, deine Einstellung zu den Themen ist sehr nice. Ich finde, den größten Lerneffekt hat man, wenn man alles gesund hinterfragt und vor allem das, was man hören will, besonders hinterfragt, auch wenn man es am liebsten glauben würde, weil es einem passt. Safe, Bro. Safe. Hundertprozentig. Man sollte jedem Video, jedem Menschen, der einem versucht, irgendwas zu erzählen, hinterfragen. Aber ich sag dir ehrlich, Bro, wenn du ein gutes Gefühl hast, wenn du einen guten Zugang zu dir und deinem eigenen Bewusstsein hast, dann weißt du, was stimmt und was nicht. Dann weißt du, wo du verarscht wirst und wo nicht. Diesen Zugang zu unserem eigenen Gefühl, zu unserem Bauchgefühl, zu unserer Seele, zu unserem Bewusstsein, wird uns halt zugemacht so. Aber wenn du den Zugang hast, dann weißt du, was richtig und was falsch ist. Dann fühlst du, was richtig und was falsch ist. Das wollen Leute immer so als lustig hinstellen. Aha, der fühlt, das richtig ist. Haha, voll lustig und so. Ja, Bruder, ich fühle die ganze Zeit. Weißt du warum? Weil mein Gefühl mich noch nie belogen hat. Weil ich einen Zugang zu meinem Bauchgefühl, zu meiner Seele, zu meinem Herzen, zu meinem Bewusstsein habe und immer weiß, was richtig und was falsch ist. So. Immer. So, und das könnte jeder von uns. Aber das wollen die uns halt wegnehmen. Nein, du darfst nicht auf dich vertrauen, du musst auf die Wissenschaft vertrauen. Du darfst nicht auf das, was du denkst, vertrauen, sondern du musst dem vertrauen, was wir dir im Fernsehen sagen. Und das sind halt die Sachen, wo ich sage, nee, kommt zurück in euer Bewusstsein, kommt zurück zu eurem Bauchgefühl, kommt zurück zu eurer Seele. Ihr habt was in euch, was euch immer die Wahrheit sagt. Ach, das Flugzeug befindet sich immer... Ja, das muss ich jetzt ganz kurz nochmal einblenden hier, Digga, das ist krass. Was will man da jetzt noch diskutieren? Genau, also was man da sieht, das ist ein Ausschnitt aus einer Doku, die jemand angefertigt hat. Und im Prinzip... Und boom, Digga. sieht man da, das Flugzeug befindet sich immer... Keine Kondensstreifen mehr. genau, immer auf der gleichen Ebene. Mhm. Keine große Luftschichtenveränderung, keine Höhenveränderung. Und jetzt ist alles weg. So fliegt es ohne Kondensstreifen. Ganz wichtig, wir sehen keinen Kondensstreifen. Mhm. Und dann plötzlich... kommt halt dann doch wieder das raus. Und die, wenn man den Originalton anhört, dann sagen die Piloten, die das ganze filmen auch, die sind selber beeindruckt von dem Phänomen. Und Piloten kennen sich ja jetzt schon ein bisschen aus mit der Atmosphäre. Und deswegen haben die das Ganze auch mit Video festgehalten. Für Digga, und los geht's wieder. Heftig. Andere. Und man sieht auch, wenn man genau hinschaut, wenn man... Boah, Digga. Stopp, vielleicht Pause oder so. Wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man auch, dass das Flugzeug hat drei Triebwerke. Eins oben in der Mitte, das große schwarze Ding. Dann links und rechts unter der Tragfläche jeweils ein Triebwerk. Aber diese Abgase oder diese Chemtrails in dem Fall, diese Chemikalien, die kommen aus so kleinen Sprühdüsen raus. Das sind so kleine weiße Nupsis unter den Tragflächen. Das heißt... Digga, das ist crazy, Bro. Das ist auch wieder ein Argument, was einfach dafür spricht. Jetzt sieht man, das kommt wirklich... als Fläche raus und gar nicht da, wo die Triebwerke sind. Wenn es Kondensstreifen wären, dann müsste es hinter den Triebwerken entstehen. Das ist unfassbar. Genau, das sind jetzt Zusendungen, die wir bekommen haben. Da sieht man im Prinzip auch wieder das gleiche Phänomen. Wir haben zwei Wolkenschichten. Wir haben einmal die unterste Wolkenschicht, die sieht man mehr zum Horizont hin. Das sind die klassischen so Regenwolken, da ist die Feuchtigkeit drin. Und da drüber auf so 2 bis 4 Kilometer haben wir dann diese Wellenwolken, nenne ich es jetzt mal. Und das ist im Prinzip diese stimulierte Schicht,
die den Himmel quasi zumacht, also abdunkelt, so dass dann gerade im Winter ist das sehr tragisch, weil dann die Sonnenstrahlen, die normalerweise von der Sonne eintreten würden und dann im unteren Bereich die Luftfeuchtigkeit, auch Nebel und solche Geschichten, bis zum Mittag hin würde der Nebel normalerweise oftmals verdunsten und sich auflösen durch die Sonnenstrahlen. Aber durch diesen Deckel, nenne ich es jetzt mal, der da gesetzt wird und auch festgehalten wird, werden die Sonnenstrahlen im Vorfeld schon reflektiert und können gar nicht mehr bis zum unteren Bereich durchdringen, um diesen Nebel aufzulösen. Und das ist genau das Phänomen. Digga, schön die Sonnenstrahlen von uns abgeschottet. Du weißt, wie ich meine, so. Und wir wissen alle, wie viel Sonnenlicht mit uns macht, ne? Vitamin D-Produktion etc. pp. Ist wichtig für die Gesundheit des Menschen, dass er Zugang zur Sonne hat. Wenn die blockiert wird durch irgendwas, was eventuell sogar absichtlich dahingesprüht wird, damit die Sonne nicht zu uns zukommt, dann haben wir Depressionen, dann sind wir schlecht drauf. Diese ganzen Geschichten können ausgelöst werden, wenn wir als Menschen zu wenig Sonnenlicht bekommen. Was wir jetzt gerade haben, dass wir einfach dieses Dauergrau haben, dass es einfach trist ist und dass die Sonnenstrahlen gar nicht durchkommen, um einfach auch ein schönes Wetter zu erzeugen, weil sie im Vorfeld schon durch diese Schicht reflektiert werden, zurück ins Universum und einfach diese Abkühlung einhergeht. Es ist 4 Grad kälter dadurch. Und einfach auch diese hohe Luftfeuchtigkeit. Und das über, mittlerweile sind wir schon bei Tag 7 oder so. Ich lese noch vor, was die Schweiz mir geschrieben hat. Die Schweiz setzt sich in ihrer Klimapolitik nicht auf Geoengineering und lehnt eine operationelle Anwendung von Geoengineering klar ab. An der UN-Versammlung in Nairobi hat die Schweiz 2019 zusammen mit 12 anderen Ländern eine Resolution eingereicht, mit welcher das Umweltprogramm der UNO beauftragt worden wäre, Risiken, Potenzial und allfällige Gouvernanzbedürfnisse von Geoengineering abzuklären. Die Resolution konnte jedoch kein... Das ist so einer, der geht jetzt zu Marvin California rüber und schreibt da rein, ey, Leon hat mich gebannt, weil ich gesagt habe, dass er oberkörperfrei da sitzt. Und dann fühlt er sich erfüllt von seinem Leben, Digga. Oh Mann, Alter. Konsens erreichen und wurde zurückgezogen. Die Schweiz wird sich zusammen mit anderen Staaten weiter dafür engagieren, dass die Fakten zur Sprache kommen. Im anderen Abschnitt schreiben sie, in der Schweiz finden keinerlei Versuche oder Operationen statt, die Chemikalien oder andere kleine Partikel in die Atmosphäre aussprühen. Verschwörungstheorien beschreiben mit einschlägigen Webseiten, wie durch Flugzeuge angebrachtes Barium und Alu und so weiter, sind ausnahmslos Kondensstreifen in der Schweiz. Aber ich sehe doch genau diese Muster auch in der Schweiz. Kann man Kondensstreifen ausschließen? Hochdruck, Tiefdruckgebiete, die letztendlich irgendwie zu diesen Formen führen? Im Endeffekt, es geht jetzt auch ein bisschen um das Gefühl und den gesunden Menschenverstand der Menschen selbst, was für sie... Gefühl und gesunder Menschenverstand, das haben wir. Wenn viele das vergessen und verloren haben, wir haben das. Mehr das ist in uns. Ergibt. Und es ist ja leider auch, soweit ich das weiß, nicht möglich mit aufgrund der Flugsicherung. Man darf gar nicht aufsteigen zu diesen 10 Kilometern Höhen, um wirklich Proben zu nehmen und das wirklich in der Luft analysieren zu lassen, was da hinten rauskommt. Und deswegen, wir befinden uns halt in so einer Zone, wo man sich schon fast wieder, wie auch in anderen Bereichen, verlassen muss auf das, was einem gesagt wird und das einfach schlucken muss. Und ja, so ist es nun mal, weil man es nur sehr schwer selber prüfen kann. Und das ist so die ganze Schwierigkeit bei dem Ganzen. Ich finde, das ist ein sehr kluger Typ, sehr durchdachte Worte, die er auch wählt. So finde ich persönlich, sehr starker Talk. Gutes Video, fühle ich. Dass wir ja nicht selber eben da hochfliegen können und gar nicht die Expertise haben in dem Moment und uns auf die Experten dann verlassen. Und aber das bleibt ja nicht oben, das kommt ja alles irgendwie runter, oder? Genau, und da gibt es genügend Bodenproben mittlerweile, die eben zeigen, dass Aluminium im Wasser enthalten ist oder im Erdboden. Viel zu hohe Aluminiumwerte. Auch wir haben da schon Zusendungen bekommen von Menschen, die haben ihre Böden, in Anführungszeichen, oder ihr Regenwasser auch analysieren lassen. Und das muss ja irgendwo herkommen. Das kommt halt. Aluminium ist ja in der Form gar nicht verfügbar in der Natur. Ist eigentlich immer gebunden irgendwie an Gestein oder sowas. Und freies Aluminium zu finden in Regenwasser ist natürlich ein Skandal im Endeffekt.
Und das muss ja wohl woher kommen. Und das kann eigentlich nur aus dem Himmel kommen und ist in diesem ganzen Bio-Kreislauf schon mit drin. Und dadurch, dass das ja weltweit gemacht wird. Und selbst wenn jetzt die die Schweiz, angenommen die Schweiz nehme daran nicht teil, dann ist es halt einfach, die Luft verteilt sich so schnell. Das, was in anderen Ländern gemacht wird, das zieht hier rein im Endeffekt und beeinflusst dann auch hier die Atemluft. Wenn es jetzt Zuschauerinnen und Zuschauer hat, die das jetzt auch gerne aufgeklärt haben wollen oder mehr wissen möchten über dieses Thema oder vielleicht wirklich sich auch anschließen würden, irgendwo in einer Partei oder in einer Organisation mitzuwirken, damit hier Aufklärungsbedarf entsteht und letztendlich auch die Wahrheit ans Licht kommt. Gibt es da irgendwelche Organisationen? Dadurch, dass ich mich jetzt persönlich nicht damit beschäftige, weil ich das Gefühl habe, dass das zu nicht viel führt, weil dadurch, dass ja sehr wahrscheinlich die Regierung da eben Bescheid wissen von, wenn man sich die Papiere anschaut, dann wird einem auch schnell klar, dass wenn man jetzt da Richtung, wenn die Strukturen zu groß werden, ich glaube, auf lokaler Ebene kann man schon noch was erreichen, wenn man sich zusammenschließt, Grüppchen bildet, in Anführungszeichen, bis hin zu seiner Gemeinde vielleicht noch. Aber wenn die Kreise zu groß werden, also wenn man dann Richtung Bundesland oder sowas, dann denke ich mal, wird's ganz schnell das ganze Thema runtergedrückt, beziehungsweise dann kommt man in die Bereiche rein, die sehr wohl wahrscheinlich wissen, dass das Ganze gemacht wird und dass es ein Thema ist, über das nicht geredet werden soll. Das heißt, je höher man in der Struktur geht, lokal angefangen, umso weniger kann man... Das kennt man ja leider von vielen Themen, ne? ...im Prinzip erreichen. Das ist so unsere Erfahrung. Und dann fängt die Rufschädigung an und die Diffamierung und genau. Allem... Und diese ganze Geschichte. ...dran und gut. Genau. Traurig. Ansonsten, wenn man sich informieren will, kann man bei dir auf den Kanal gehen. Du hast einen YouTube-Kanal und einen Telegram-Kanal, wo gut läuft. Mit 20.000 Abonnenten hast du mir im Vorfeld erzählt. Gratuliere, schön. Ich feiere den. Zu sehen auch, dass sich so viele Menschen mit diesem Thema beschäftigen. Und danke dir ganz herzlich, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Danke dir ganz herzlich. Das mit Bildmaterial, was heute nicht einfach ein Absolutismus heißen sollte, was wir jetzt da gerade gesehen haben, wir wissen es ja auch nicht. Es gibt Thesen, es gibt Ideen, es gibt Erklärungsmodelle dahinter und die stehen einfach immer konträr zur öffentlichen Sichtweise des Staates. Wir sind natürlich sehr glücklich darüber, wenn sich diese öffentlichen Staaten oder Sichtweisen sich auch mal bei uns outen würden, vorbeikommen und ich vielleicht gerade mit meinem Experten zusammen, mit diesem anderen Experten zusammen hier mal reden würden und sich gegenseitig diese Erklärungsmodelle um die Ohren gehauen werden. Das ist doch was Schönes, Dinger. Weißt du, wie ich meine? Vom Moderator auch mal. Sehr schön angesprochen hier an der Stelle. Das ist doch geil, wenn jemand auch mit einer anderen Meinung und der aus der staatlichen Richtung kommt eventuell und da vielleicht sogar selber Geoengineering auch Erfahrungen hat und so, dass die sich dann zusammen hinsetzen und diese Bilder und diese Videos ausdiskutieren und Argumente gegeneinander, also gegenseitig sich einfach darlegen so. Genau das hätte ich mir bei Corona ja auch gewünscht, aber es ist ja immer so, dass bei gewissen Themen auf einmal gewisse Wissenschaftler dann als Nicht-Wissenschaftler hingestellt werden und nur gewisse Wissenschaftler eingeladen werden in diese großen Talkshows, die ganz viele Menschen sehen, damit nur diese eine Meinung vertreten wird. So. Die andere Meinung ist Nazi, Verschwörungstheoretiker, Rechts, Schwurbler, was auch immer. Das sind dann die Dinger, mit denen die Leute mundtot gemacht werden. Obwohl die teilweise an den gleichen Unis studiert haben und eigentlich genau die gleichen Wissenschaftler sind, aber es sind dann keine Wissenschaftler mehr. Weil die halt eine andere Meinung haben. Ja. Denn ich finde einfach, hier ist der Klärungsbedarf dringend nötig. Denn hier wird ganz bestimmt auch aus meiner Sicht mit unserer Gesundheit gespielt. Ich danke dir ganz herzlich für deine wertvolle Aufklärung und das Zusammentragen auf deinen Kanälen. Machst du echt gut und solche Menschen brauchen wir. Danke vielmals. Vielen Dank. Und auch Ihnen bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Bis ein anderes Mal, bis auch wieder Leute miteinander, Alter. Fühle ich komplett, Bro. Schweizer Innenman, Alter. Schweizer kann ich mir den ganzen Tag reinziehen mit deren Akzent, ich schwör dir. Geiles Video, Bro. Sehr, 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 sehr stark. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das in den Chat, in den Discord reingefetzt hat.